Jo, meine Freunde, und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Minecraft! Ravenheart! Was? Ravenheart! Aha, bin ich schon wieder in der falschen Aufnahme? Jo! Aha, na gut, dann muss ich ausloggen. Tschüss! So. Wo ist das Wimmelbild? Ich hab's gefunden! Wieso hast denn da keine Fenster reingehen eigentlich? Achso, ich vergaß. Wir haben ja ein neues Texture-Pack! Miesas! Und, hey! Alter! Wieso hast denn du mein... Ich wollte in die Luft schlagen. Ja. Hey! Aber es macht keinen Unterschied. So. Sag mal, wirklich, stopp, aus. Alter, ich verbrenne dich wieder. Ich schwör's dir, wo bist. Komm. Tanze. Du kommst hier nicht vorbei. Okay, so aus. Jetzt bleiben wir wieder ernst. Ich verbrenne dich wirklich, ich schwör's dir. Ich bunker TNT. Tja, mal wurscht. So. Ich baue das Haus wieder um und mache eine TNT-Falle aus dem ganzen Haus. Es ist mir wurscht, ich jag alles in die Luft. Ah ja, okay, nein. Scherz beiseite, wir haben jetzt, wie gesagt, abgedatet auf 1.6.2 mittlerweile schon, ne? 2. Nachdem wir da alles auf 1.6.1 gepatcht haben, ne? Das Creeper. Wo? Da im Wasser. Jö, Schnupfi. Wenn das explodiert, mache ich dich dafür verantwortlich, sag ich da gleich. Ja, darum traue ich mich auch nicht so richtig. Komm her da. Schau, wir locken ihn einfach raus. Tschü, komm her, tschü. Ja, tot ist er und mein XP. Lalala. Welches Level oder XP hast du? 47. 47. Yeah. Nee, wie gesagt, lass mich endlich mal ausreden. Wir haben jetzt auf 1.6.2 gepatcht. Das heißt, wir kriegen Pferdis endlich. Das heißt wiederum, unser lieber Gorgo hat eine Lebensaufgabe. Und zwar hier hinten. Ihr erinnert euch vielleicht, einen Stall zu bauen. Der Stall kommt genau irgendwo daher. Und da unten ist eine Spinne. Da unten ist eine Spinne. Das alles hier wird Stall. Oh ja, wie gesagt. Stall. Wie gesagt, ist dein Projekt. Viel Spaß. Totes Huhn! Ja. Was wollte ich noch sagen? Achso, ja, und aufgrund, dass wir jetzt ein mieses Texture Pack haben, werden uns hier keine Fenster mehr angezeigt. Ich habe keine Ahnung, warum das Texture Pack ist eigentlich für 1.6.2, auch für 1.6.3 schon mittlerweile, obwohl es das noch gar nicht gibt, aber bitteschön, gut. Schreiben kann man viel. Jo, ja. Wir haben so offline einen Scherz gemacht, ne, weil der liebe Gorgo hat gemeint, wir können ja daraus dann einen Glaspalast bauen. Und ich habe gesagt, nee, weißt du, was viel lustiger wäre? Ein Glaslabyrinth. Hallo? Gernot? Ja. Ein bisschen noch. Ja, jo. Ich denke mir nur einfach meinem Teil. Denk dir deinen Teil, denk dir, was du willst. Du kannst dir von mir aus den Vorderteil denken, den Hinterteil, mir ist das scheißegal. So. Oder den seitlichen Teil. Du kannst auch den vorderen Teil von mir in der Mitte denken, mir ist das wurscht. Tja, wie ihr seht, wir sind ein bisschen lustiger drauf, ein bisschen fröhlicher, wie die Leute, die was bei mir das Mystery Case Files Ravenheart schauen, die werden wissen, neuer Style, das heißt... Wir, ja, sind jetzt ein bisschen hyperaktiv. Nee, Scherz, wir werden jetzt einfach nur so reden, wie uns die Goschen gewachsen ist. Von daher. Letzte Show beginnen! Boom! Very explosion! Richtig, so, das heißt, was werden wir heute tun, lieber Gorgo? Wir werden heute, ihr erinnert euch vielleicht, dieses Hexenhäuschen hier weiterbauen, beziehungsweise ich muss schauen, dass ich Bücherregale fertig bekomme. Dafür brauchen wir allerdings Leder, weil so viel Bücher habe ich nicht. So wie viel wir hier brauchen. Ja, und der liebe Gorgo, glaube ich, hat jetzt schon gefüttert, oder? Hast du schon gefüttert?
Also das schaut jetzt ziemlich geschissen aus, muss ich sagen, ohne Ding, ohne der Glastextur. Das, ja. Naja. Gut, keine Ahnung, schauen wir mal. Wir nehmen eh nur 2, 3, 4 Folgen auf, keine Ahnung. Kann ich jetzt schon in Kühe schlachten gehen? Nein, ich hab da gesagt, wann du das schlachten darfst. Gut, dann schauen wir mal, wie viel Lieder wir noch haben in unserem... Ja, wie soll ich sagen, kleinen Palast. In Klammer Bauernhütte. In Klammer Lager. Klammer zu. Das tut so gut. Nee, jo. Währenddessen ich halt einmal das, die Bücherregale mache. Probiert halt einmal gerne seinen Stall. Ne? Wie gesagt, ist sein Projekt. Jo, und dann, keine Ahnung. Eventuell vielleicht ein Netherportal basteln schon. Ich weiß es noch nicht, ob wir, noch so, ob wir schon so weit sind. Ja, aber wenn du ein Netherportal baust, bitte. 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 Feiner Burg gleich. Was? Du willst mal schön anlutschen? Das darfst du ja später. Oh, da freue ich mich aber schon drauf, Schatzi. Ihr müsst wissen, der René hat Down-Syndrom. So, ja, was brauchen wir denn? Ich habe mich eigentlich noch gar nicht mit den Pferden beschäftigt. Mit die Jutta Hüs. Ein Sattel, das weiß ich, das brauchen wir. Wo ist die sonstige Kiste? Sonstige Kiste, wo bist du? Hier ist die sonstige Kiste, haben wir Sattel. Natürlich haben wir 10.000 Millionen Satteln. Scheiße. Und Satteln kann man natürlich nur aus Leder machen. Wie halt der Teufel so will. Gut, dann, ja. Wie viel Leder? Wie viel Leder braucht man dafür? Keinen Plan, wie viel Leder man braucht. Gut, ich meine, mit zwei Leder werde ich sowieso nicht weit springen. Tür zu, was zieht. Tio. Ich gehe jetzt einmal Kühe schlachten. Psst, aber sag das in Gorgo nicht. Nee, komm, René. Ich hab da gesagt, wann's das darfst. Du kannst ja, weiß ich nicht, 20 Minuten warten. Mi. Me? Ich bin so arm! Ich bin so arm! Na komm jetzt! Zack! Zack! René, komm! Dann mach die Sache wirklich umsonst! Ursinnlos! Jetzt lass einmal noch ein bisschen wachsen, dass uns ein bisschen wenigstens überbleibt! Freunde, von was redet er? Ich bin gerade komplett woanders und er kriegt schon wieder die Schizos! Schizophren, Schizophren! Hinter den Creeper. Was? Gesterben wirklich, lass mich. Hast den Creeper nicht gesehen? Achso, das warst ja du. Jetzt gehen wir mal schlafen, weil ich muss auf Holzfarm gehen. Ja. Komm. Ja, stressig. Komm. Bist du ärgerst wie eine Frau. Ja, aber du bist eine Frau. Oh, Schatzi, komm her. Geh mal schlafen. Du bist meine Bitch. Ja, hallo, habe ich dich nicht gemietet für 20 Euro in der Nacht? Nee, du bist meine Bitch. Aha. Jo, hoppala. Da sind Treppen. Super, jetzt haben wir da kein Glas. Naja. Du bist eine böse Bitch. Böse Bitch. Bitch Slap! Wer steht auf Bitch Slap? Du! Das stimmt, du stehst auf Bitch-Lab. Ach, scheiße. Lieber Gorgo, groß und klein, ich möchte für immer nicht dein sein. Deiner Seite sein, ursüß. Deine Schwuckele. Du hast es komplett... Habt ihr das gehört, Freunde? Ihr habt genau gehört, was ich gesagt habe. Der hat das schon wieder total umdreht. Aber gut, ich meine, wir wissen ja, wie der Gorgo tickt, ne? Dass du mein kleines Schwuckele bist. Nee, wir wissen ja doch alle, dass du auf Männer stehst. Da habe ich aber Beweisfotos von dir, was anderes zu... Ach so? Also ich habe Beweisfotos, beziehungsweise... Wie wär's denn, wenn ich einmal deinen netten WoW-Screenshot online stelle? Du, was du nicht lassen kannst, du weißt genau, an wem es gerichtet war, und wenn du mal glaubst, du kannst mir damit alles beibissen, dann mach es ruhig. Das Problem ist aber, dass die Zuschauer nicht wissen, und da könnte man das falsch verstehen.
Aber die Zuschauer wissen, dass du von der anderen Seite bist. Nee. Das haben wir schon oft genug diskutiert. Nee. So, das heißt, ja, wann kann ich ihn jetzt da circa, sagen wir mal Minutenanzahl, wann kann ich ihn die Kühe füttern, ja, ernten? Schau, wenn du da drum gimmst ein bisschen, nachdem ich Holz gefarmt habe, fütter ich noch einmal und dann töten wir alle und die Jungen lassen wir leben. So. Ja, und was soll ich in der Zwischenzeit machen, Schnucki? Bau die Höhle aus, explodier, hilf mir beim Holzfarmen. Nee. Wo ja. Kannst du überhaupt Holzfarmen hin? Da in der Nähe. Hoppala. Weil Setzlinge haben wir genug, weil mir ist das wurscht, ob da Bäume sind oder nicht. Ich bin ja nicht so ein Öko-Fritze wie du. Lass meine Bäume in Ruhe. Du bist nicht ja, wirklich hingegangen. Ich bin weg. Nö, dann tschüss. Braucht dich eh keiner. Na, nein, ich brauch dich eh nicht. Tschüss. Ich geh dabei, weiß ich nicht, ein Schwert entzaubern. Ja. Mit, weiß ich nicht, Stärke 500 und dann hau ich dir das Schwert dann über den Schädel. So. Im Endeffekt weiß ich sowieso, mir bleibt die Arbeit, er zahlt nur Arbeit, tut nix. Natürlich, so gehört es auch, oder? Ich bin der Chef, Chef befiehlt. Du bist, weißt du, von was du Chef bist? Mach die Augen zu, dann weißt du, was du vom Chef bist. Na, da redest du aber groß her. Wir haben das letztes Mal schon auf dem Weinfest diskutiert. Du bist der Spenny, ich bin der Kenny. So, Scherz beiseite. Wenn man jetzt da beim Hexenhäuschen runtergeht in den Keller, ja? Ja, ja. Willst du ihn jetzt komplett aus Cobblestone haben, oder wie? Das soll ein richtiger Palast da unten werden. Hoppala. Das beantwortet meine Frage nicht. Bring ein bisschen an Charme in das Gebäude rein, ich weiß ja nicht. Alter, ich bring mehr Charme in das Let's Play als du. Genau. Natürlich. Zwiederwurzel. Ja, ich Zwiederwurzel. Also seit wann spielst du Minecraft wieder? Das ist doch eher ein Drecksspiel. Nee. Link, verlink auf Manual oder Mine Survival Nummer 2. Drehen wir nicht die Wörter im Mund um. Ja. Ja. Tio. Ich könnte da weil. Tio. Wie immer nichts tun. Ja, keine Sorge. Ja, was mache ich denn da weil? Ja, ich mache jetzt den Keller einfach komplett aus Cobblestone und wenn der Gerhard meckert, sage ich. Das sollte ich schon Scham reinbringen. Im Endeffekt weiß ich ja, dass es mir überbleibt. Keine Sorge. Richtig. Das ist ja dein Projekt, der Keller gewesen. Den wollte ich ja nicht so groß machen. Das reichen ja auch 20, 30 dann Meter Warzen. Dann lass ihm. Ich mache es dann schon. Keine Sorge, ich mache eh alles. Jetzt Kühe schlachten, so. 90% der Map habe ich gebaut. Also Leute, falls ihr auch der Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Das würde mich doch interessieren. Wer hat immer gesagt, bitte warte mal kurz, sondern da selber baut und ich bin einfach fahren gegangen, weil ich nicht aufs Bock habe auf Warten. So, jetzt habe ich 3 Leder. Jetzt schauen wir mal, ob ich mit 3 Leder eventuell einen Sattel herstellen kann. Ich glaube zwar nicht, aber ja. Ich weiß das ich Rezept schon, nicht. Es bleibt alles an mir über. Alles. Was du heute wieder meckern kannst, wirklich. Bist du mit dem falschen Fuß aufgestanden, oder wie? Achso, mit welchem Fuß? Ja, ich habe keine Beine. Die habe ich im Zweiten Weltkrieg verloren. Och, du Armer. Als mich Alter. Ein Elch gerannt hat. Alter, wie geht so ein Scheißsattel? Google hilft. Ja, Google hilft. Ich bin im Vollbild. Ich kann jetzt nicht Google nachgoogeln. Google ist dein Freund. Du kannst nachgoogeln, du nimmst den nicht auf. Ich kann nicht, ich muss Holz farmen. Mhm. Ich kann auch nicht, ich muss seine Mutter beglücken. Ja, ich deine. Du meine? Viel Spaß. Ich ruf mich hier jeden Tag an, dann kommst du wieder. Ich mag aber keine kleinen Kinder, das heißt schon, gell? Kleine Kinder. Du bist ein
7 Köpfe kleiner als ich. Gut, jetzt ist er jetzt ein bisschen tief, meine Freunde. Bist du noch 5 cm kleiner, wärst du ein Lilliputaner. Oh, bist du nur eifersüchtig, weil ich so eine gute Luft unten schnuppern kann und du nicht. Ich bin stolz, 1,95 Meter. Nur? Nur. Du bist 1,55 Meter, was will ich? Ja, na klar, ey. So. Schwuppsdiwupps, jetzt habe ich wieder geerntet. Nee, aber gerne, das Scherz beiseite, kannst du mal schnell nachschauen. Sattelrezept, ich merke.